herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, ich habe hier schon einiges vorbereitet, damit es nicht so ewig lang wird. Ich habe ja letztes Jahr die Lebkuchen-Eisenbahn gemacht und die ist auch sehr gut angekommen. Die hatte auch verhältnismäßig viele Klicks für meinen Account. Und deswegen dachte ich, machen wir dieses Jahr so was Ähnliches, weil Videos, die gut funktionieren, sollte man die öfters machen. Das ist ja der Plan. Ich habe Lebkuchenteig nämlich selber gemacht. Letztes Jahr hatte ich eine Fertigmischung, die hat glaube ich 10 Euro bei Aldi gekostet. Die hat mir meine Arbeitskollegin noch gekauft und mit zur Arbeit gebracht und dann habe ich sie mit nach Hause getragen und dann habe ich sie gemacht. Dieses Jahr habe ich Lebkuchenteig selber gemacht, ich wiederhole mich. Und wir wollen ein schönes Lebkuchenhäuschen bauen mit schönen großen Glasfenstern drin. Und ich habe mir auch schon ganz viele Vorlagen am Internet angeguckt und ich werde gucken, dass ich so aus allem so ein bisschen nehme und das dann zusammenfüge. Und ich hoffe, am Ende sieht es gut aus. Ich habe einen ganz klassischen Lebkuchenteig gemacht und ja, ich habe geschaut, dass es wirklich ein Lebkuchenteigrezept war für ein Lebkuchenhaus, weil es gibt noch diese weiche Lebkuchen und ich weiß nicht, ich glaube, das macht einen Unterschied. Und das Wichtigste ist, dass ihr den schön kalt werden lasst im Kühlschrank. Ich hatte den jetzt nochmal nachgeknetet, das heißt, inzwischen ist der schon ein bisschen wärmer wieder. Aber ich werde den vorm Backen auch nochmal in den Kühlschrank legen und dann sollte das Problem behoben sein. So, was ich noch gemacht habe, ich habe mir verschiedene Häuser im Internet angeschaut und ich habe mir hier so eine Gratisvorlage ausgedruckt. Die ist aber viel zu klein und deswegen habe ich das vergrößert und das ist jetzt das Dachteil. Die Häuserfront, die ich zweimal brauche und ja, habe mir das so auf Papier übertragen und ich habe jetzt ziemlich viele kleine Schnipse hier zu liegen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie zusammengeschustert kriege, aber noch habe ich Hoffnung. Und ja, ich wollte nicht, dass das Video zu lang wird, also es wird sowieso ewig dauern, aber deswegen habe ich den Lebkuchenteig schon mal vorher jetzt gemacht. Und was wir jetzt noch einfach machen, ist das Ausrollen. Ich habe ja verschiedene Anleitungen im Internet gefunden und manche schreiben so zwischen 0,3 und 1 cm sollte die Stärke sein. Und ich versuche mich eher an 0,3 zu orientieren. Das mache ich jetzt nochmal eine Stunde in den Kühlschrank, damit es wirklich kalt ist, weil dann ist das Backergebnis wohl gleichmäßiger. Und ja, das ist ein Dachteil, deswegen mache ich da keine Struktur rein, weil wir das komplett bekleben werden. Und ja, so geht es einfach weiter in dem Tempo. Also ich habe hier das ganze Haus fertig. Ich hoffe, ich habe genug ausgestochen, weil das wäre natürlich doof, wenn ich dann zu wenig hätte nach dem Backen. Und ich habe hier aber noch ein paar Reste. Das war auch eingeplant und da bin ich auch sehr froh drum, denn ich habe hier noch so ein bisschen Dekomaterialien zu liegen. Also vielleicht machen wir noch so einen Tannenbaum oder so. Deswegen, ich wollte noch ein paar Herzen oder hier habe ich so einen Sternausstecher. Ja, ich wollte sowas noch machen. So, ich habe ein bisschen Verwüstung angerichtet. Aber so sieht das aus. Also ich habe noch ein paar andere Sachen, so Deko-Gegenstände, die sind ganz kleine Sterne. Zaun habe ich noch gemacht. Lebkuchenmänner, Schneemann, Halterung, für einen Tannenbaum noch ein bisschen was. Und ja, als Cold Outside habe ich auf die Türen drauf gedruckt. Ich sage euch jetzt mal nicht, wie lange das gedauert hat, aber es hat sich ganz schön hingezogen. Der Rest hier ist schon in unserem Kühlschrank. Das heißt, die sind auf jeden Fall kalt, die werde ich jetzt erstmal backen und dann lasse ich es komplett auskühlen. Das heißt, wir sehen uns dann morgen wieder, weil ich möchte, dass die auch wirklich hart werden zwischendurch und aushärten, dass ich dann morgen gut damit arbeiten kann und die gut zusammenkleben kann. Ja, ich hatte das als Tipp gelesen, dass man es am besten einen Tag vorher vorbereitet und dann am nächsten Tag nur zusammenbaut. Ja, und jetzt kann ich hier, oh Gott, das Chaos aufräumen. So ist es. Ich wollte euch mal ein schnelles Update geben. Ich bin jetzt fast fertig, ein Blech ist noch drin und dann backe ich das letzte. Aber ja, so schaut es jetzt nochmal aus. Ich habe hier die Fenster ausgeschnitten, also das ist zum Beispiel das Dach, das ist die Vordertür, hier sind mir die Seiten abgebrochen, aber das ist alles nicht so schlimm, weil das können wir ja noch mit Zuckerguss und allen möglichen Scheiß einfach vertuschen, das merkt keiner mehr. Da liegen meine Malsachen rum. Jetzt ist ja nicht so morgen, es ist alles soweit vorbereitet. Ich habe ja auch schon meine Eiweißspritzglasur fertig. Das heißt, ich habe Eiweiß aufgeschlagen und so lange Puderzucker hinzugefügt, dass es halt
dass ich dachte, es ist halt eine gute Masse, die nicht zerläuft und nicht zu flüssig und nicht zu fest ist. Das wird sich gleich rausstellen. Und ich habe hier vor mir auch schon meine Bakery-Farben hingelegt. Aber ich habe hier auch noch meine alten Pulverfarben. Ich dachte, vielleicht kann ich die mal benutzen, weil ich habe, eventuell habe ich mir gedacht, so in meinem Brain, dass ich manches doch farbig haben möchte. Ich möchte auf jeden Fall ein sattes Grün haben für meine Tannenbäume und dann würde ich gerne noch ein bisschen von der Eiweißspritzglasur so einfärben. Und ich habe mir hier auch so einzelne Pömpelchens gemacht, die ich dafür nutzen könnte. Und in eine Form zu mischen und Zahnstocher für die Hefe. Außerdem habe ich hier alle Tüten hingelegt, die ich gefunden habe. Und ich habe festgestellt, dass in einer noch Schokolade drin ist. So, ansonsten, die sind jetzt gut abgekühlt. Ich habe ja gestern gebacken und es ist jetzt keine 24 Stunden her. Man kann aber jetzt schon weiterarbeiten. Also man muss nicht 24 Stunden warten, wie es in der Website steht. Und ja, ein bisschen ärgerlich, an manchen ist noch sehr viel Mehl dran. Ne? Das sieht man jetzt noch auch. Ein bisschen kriegt man noch ab, aber vielleicht hätte man darauf achten sollen beim Backen, dass man nicht zu viel Mehl benutzt oder das abpudern, mit der Hand abstreifen oder mit einem Pinsel oder so. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Jetzt war meine Speicherkarte zwischendurch voll, aber so schaut es jetzt aus. Ihr seht jetzt leider die Rückseite, also von hier sieht es ein bisschen schöner aus. Ich habe es ein bisschen antrocknen lassen, also das heißt, ich hatte ein bisschen Mittagspause. Und ja, ich bin schon mal gespannt, ich wollte jetzt das Dach aufsetzen. Schauen wir, Leute, ich wollte euch das mal eben zeigen, wie der Zwischenstand jetzt so aussieht. Das ist mein Häuschen, das gefällt mir schon ganz gut. Ich muss, wie gesagt, morgen noch ein paar Süßigkeiten kaufen, aber ich beende jetzt hier mit Tag 2 sozusagen. Von der anderen Seite sieht es auch gut aus. Ich muss mir hier noch was überlegen, weil das mit den Dachziegeln doch nicht so gut aussah, wie ich dachte. Und jetzt habe ich erstmal, weil es schon jetzt weiß verschmiert war, was anderes drauf gemacht. Aber ja, Tannenbäumchen sehen so aus, Klohäuschen sieht so aus, Tür ist noch nicht safe. Und ja gut, die Toilette kann man gerade nicht sehen, weil natürlich das Licht von hinten kommt. Ja, und das ist das ganze Chaos. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen, das selbst zu machen.
Es ist viel zu viel Arbeit. Ich hänge hier, wie gesagt, schon 2 Tage dran. Ich meine jetzt natürlich nicht durchgehend, weil man muss ja auch ein paar Trocknungspausen immer machen. Da bin ich wieder. Ich habe auch schon ein bisschen eingekauft. Ja, also relativ wahllos habe ich hier so Schokolinsen eingesteckt. Hier sind so Kekse mit Schoki drauf. Die fand ich ganz süß. Und hier so eine... Und ich dachte, ich fange hier mit dem Deckel an. Das heißt, ich habe hier nochmal neue Zuckerfaste gemacht mit einem Eiweiß einfach und Puderzucker. Puderzucker war jetzt auch alle, deswegen habe ich einfach normalen Zucker püriert in meinem Nutribullet und das vermixt. Und man sieht es so ein bisschen an der Struktur. Aber es funktioniert genauso gut. Ja, und als erstes dachte ich, kleben wir die Kekse so ein bisschen als Dach an und dann fangen wir natürlich unten an. Ach ja, das ist ja jetzt der schönste Teil. Ich habe den Rest schon geschnitten, das sind jetzt so 8 Minuten, haben wir bis jetzt hierhin gebraucht. Oh, wenn ich in Wirklichkeit auch mal nur 8 Minuten gebraucht hätte, bis zu diesem Zeitpunkt. Ach ja. Also wenn ihr soweit zufrieden seid mit eurem Kunstwerk, ich meine, da macht es ja jeder wirklich anders. Ich habe hier noch ein bisschen Tanne besorgt. Das heißt, ich möchte hier noch ein bisschen Tanne reinstecken und eine Lichterkette reinmachen, damit man es auch innen so schön beleuchten kann und dass man durch die Fenster natürlich auch was Schönes sehen kann. Und ja, das versuche ich jetzt einmal. Perfekt, ich bin fertig. Ja, ich kann wie gesagt niemandem empfehlen, es nachzumachen. Das macht viel zu viel Arbeit. Und ja, ich glaube, man hört meinen Mann im Hintergrund, der spielt LOL und flucht ein bisschen, weil er verliert. Jedenfalls, ja, ich bin soweit fertig, bin sehr zufrieden. Ich finde es mit den Keksen hier ganz besonders süß, muss ich mal sagen. Ich hatte ja noch eine zweite Lichterkette gekauft mit 40 LEDs, aber die reicht leider auch nicht aus. Also man sollte vielleicht noch eine größere kaufen, damit es innen noch ein bisschen heller ist. Und ich habe jetzt Tanne reingestopft. Man sieht es auch voll gut durch die Fenster, also wenn man jetzt hier davor steht, ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera sehen kann. Aber man könnte zum Beispiel auch Beeren reinlegen oder irgendwelche andere Weihnachtsdeko. Mein Rezept war richtig, richtig gut. Steht jetzt auch schon ein paar Tage, hat jetzt nicht geschimmelt oder sonstiges, sind auch keine Fliegen dran. Also jetzt mal schauen, wie es mit den Süßigkeiten ist. Aber bei dem Zuckerguss, wenn der komplett ausgehärtet ist, da passierte gar nichts dran. Also ich möchte mal nur mal so ein bisschen Feedback geben. Genau, bei der Teiggröße war ich am Anfang, ich hatte das ja schon geschnitten. Und da fiel mir auf, am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, weil ich Sachen gelesen hatte zwischen 0,3 und 1 cm dick. Und ich hatte meins ungefähr 0,5 ausgerollt. Man kann ruhig bei 0,3 bleiben. Das ist stabil genug. Also auf gar keinen Fall die Schichten Zentimeter dick machen. Weil sie gehen noch so ein bisschen auf beim Backen. Und dann kriegt man sie überhaupt nicht mehr zusammen. Also schön dünn ausrollen. Dann spart man sich auch eine Menge Teig. Das nur nochmal als Feedback. Und ja, es ist auch wirklich richtig, richtig großes Haus. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so gut rüberkommt. Aber es ist echt groß geworden. Ja, und ich habe hier so ein Dings, sieht man gerade nicht auf der Kamera. Nee, sieht man nicht. Aber dieses Häuschen soll in meinen Weihnachtshintergrund hinter mir her. Und deswegen habe ich das jetzt schon mal ein bisschen früher gemacht. Es ist zur Weihnachtszeit haben wir eh alle keine Zeit und dann freut man sich, wenn schon mal was fertig ist. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, dass es fertig ist und dass die Arbeit vorbei ist.
Und ja, ich freue mich das schon drauf, bei meinen Weihnachtsvideos werdet ihr das jetzt also in meinem Hintergrund sehen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Deko für den Hintergrund. Ja, und ja, ich habe ein bisschen gemeckert, aber eigentlich hat es mir sehr viel Freude gemacht, dieses Haus zu bauen. Und ich denke, im nächsten Jahr, wenn ich die ganzen Strapazen vergessen habe, die dieser Bau mit sich gebracht hat, werde ich vielleicht noch eins bauen. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, es gefällt mir ganz gut, sowas selber zu machen. Ich finde das schon sehr, sehr kreativ. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hiermit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!